Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Leipzig, liebe Studierende, es geht uns an. Das Motto Ihrer Aktionswoche lese ich als Aufforderung, nicht wegzusehen, sondern genau hinzuschauen, wenn Menschen an Hochschulen sexualisierte Diskriminierung bis hin zu Gewalt erfahren. Gleichwohl sind Hochschulen Orte einer aktiven Gleichstellungsarbeit und der Auseinandersetzung mit diesen Themen, wie sie nicht zuletzt an dieser Veranstaltung oder bereits veröffentlichten Studien und Publikationen sehen können. Und wir wissen, dass in den Hochschulen ein aufgeklärter Zugang zum Thema Gender ganz selbstverständlich ist und fortschrittliche Ideenlabore, deren Mentoringprogramme Vorbildcharakter haben. Trotzdem erleben auch an Hochschulen Menschen Diskriminierung. Denn genauso wie anderswo existieren hier Abhängigkeitsverhältnisse und etablierte Hierarchien, wie sexualisierte Gewalt ermöglichen. Auch in Seminarräumen werden sexistische Sprüche geklopft und auch im Rahmen universitärer Sprechzeiten können hinter verschlossenen Türen Übergriffe geschehen. Umso mehr weiß ich es zu schätzen, dass die Leipziger Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie Angebote schafft, um zu sensibilisieren und um Möglichkeiten der Prävention aufzuzeigen. Und deswegen habe ich auch sehr gerne die Schirmherrschaft Ihrer Aktionswoche übernommen. Denn als Staatsministerin der Justiz für Demokratie, Europa und Gleichstellung teile ich viele der hier verfochtenen Anliegen. Zum Beispiel, dass das Thema sexualisierte Gewalt und Diskriminierung auch eine politische und juristische Dimension hat. Nur wenn wir das Problem auch politisch und juristisch in Angriff nehmen, steht allen Menschen ein sicheres und gleichberechtigtes Miteinander offen. Nicht bloß an den Universitäten selbstverständlich. Um das möglich zu machen, unternehmen wir in Sachsen eine ganze Menge. Zurzeit wird die Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit ergänzt. Wir bauen die Beratungsangebote für Menschen aus, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, und wir wollen mehr Programme in der intersektionalen Antidiskriminierungsarbeit fördern. Noch bis nächstes Jahr läuft ein Modellprojekt über medizinische Soforthilfe bei Vergewaltigungen und häuslicher Gewalt. Und wir wollen natürlich dieses Modellprojekt auf ganz Sachsen ausweiten. Und vorbereitet wird eine Dunkelfeldstudie über Viktimisierungserfahrungen durch häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und Stalking. Dass diese Angebote und Studien überhaupt nötig sind, ist kein Grund zur Freude. Darüber aber, dass die Universität Leipzig eine Aktionswoche zum Thema auf die Beine stellt, sich damit betroffenen Menschen hilft und proaktiv handelt, darüber freue ich mich doch sehr. Und ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Woche mit gemeinsam gestalteten, informativen und natürlich auch gut nachgefragten Workshops. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.